Aufgabe von Orthoptistinnen und Orthoptisten ist die Vorsorge, Diagnostik und Therapie von Störungen des ein- und beidäugigen Sehens. Hier zählen beispielsweise Schielerkrankungen, Sehschwächen und Augenbewegungsstörungen dazu. Ein weiteres Aufgabengebiet ist die visuelle Rehabilitation von Patienten mit Sehstörungen nach angeborenen und erworbenen Hirnschädigungen sowie von sehbehinderten Patienten. Voraussetzungen für die Ausbildung sind ein Realschulabschluss mit guten Noten in den naturwissenschaftlichen Fächern und Deutsch. Neben diesen Voraussetzungen benötigen Bewerberinnen und Bewerber eine gute Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie Sozialkompetenz im Umgang mit den Patienten und deren Angehörigen. Für die eigenständige Durchführung der Diagnostik und Therapie sind Verantwortungsbewusstsein, Einfühlungsvermögen und Empathie wichtig. Die Ausbildung umfasst insgesamt 3 Jahre. Und schon zu Beginn sind wir neben dem theoretischen Unterricht in der medizinischen Berufsfachschule schon in die praktische Arbeit am Universitätsklinikum Leipzig eingebunden. Der theoretische Teil umfasst ca. 1/3 der Ausbildungszeit und ist mit ausschließlich fachspezifischen Fächern speziell auf die Orthoptik zugeschnitten. Die anderen 2/3 sind wir am Universitätsklinikum im Praxiseinsatz und dürfen unser gelerntes Wissen direkt am Patienten umsetzen. Im Uniklinikum Leipzig haben wir zusätzlich Unterricht mit Augenärzten, Professoren und behandelndem Gruppenunterricht gemeinsam Patienten. Unsere Einsatzmöglichkeiten in der Augenklinik sind von Anfang an vielfältig und abwechslungsreich. Wir rotieren im bestimmten Rhythmus, um auch in den verschiedenen Facetten der Augenheilkunde Eindrücke und Erfahrungen sammeln zu können. Dadurch bekommt man ein besseres Verständnis für die theoretisch gelernten Krankheitsbilder, oder aber für die Patienten selbst, zum Beispiel wenn man in der Neurologie eingesetzt wird. Unter anderem hospitieren wir auch im OP und unterstützen die Ärzte in den verschiedenen Sprechstunden. Den Großteil unserer Ausbildung absolvieren wir allerdings in der Kinder- und Neurooftalmologie, um die gelernten Untersuchungen zu üben und unser Wissen anwenden zu können. Wir arbeiten Hand in Hand mit den Augenärzten zusammen und sind eine Art Bindeglied zwischen der Neurologie und der Ophthalmologie. Wir behandeln Patienten aller Altersgruppen. Es reicht von Frühgeborenen bis hin zu Senioren. Man benötigt in unserem Berufsfeld viel Empathie, Geduld und Freude im Umgang mit Menschen. Des Weiteren sollte man persönlich gefestigt sein, da wir in unserem Alltag auch mit schwerwiegenden Diagnosen zu tun haben. Wir arbeiten mit allen Bereichen der Kopfklinik zusammen, wodurch wir mit vielen Krankheitsbildern in Berührung kommen. Das ist eine große Bereicherung für unser späteres Berufsleben. Die eigenständige Diagnosestellung und die eigenständige Therapieeinleitung, wie auch die Vielfalt der Patienten, begeistern mich an unserem Beruf. Jeder Tag ist anders und es wird nie langweilig. Ich bin stolz, in einer so spezifischen Fachrichtung ausgebildet zu werden und es ist schön zu sehen, wie unsere Diagnostiken und Behandlungen den Patienten weiterhelfen.